Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das bedeutet, jetzt kommen die ganzen Jahresrückblicke und auch das solltest du tun, einen Jahresrückblick machen für dich und dein Studio. Was hat gut funktioniert, was hat vielleicht nicht so gut funktioniert? Ich bin Christina Wenst, ich bin Kosmetikerin und mit meiner Serie Pflege dein Business möchte ich dich unterstützen, dass du nicht nur deine Kunden pflegst, sondern eben auch dein Business. In meiner Serie hast du schon festgestellt, du solltest auf alle Aspekte in deinem Studio einen Blick werfen. Das heißt, eine Jahresbilanz ziehen bedeutet nicht nur, dass du dir einfach deine aktuellen Umsatz- und Gewinnzahlen anschaust, sondern auch eben genau, was hat gut funktioniert und was hat nicht funktioniert. Welche Behandlungen sind gern gebucht, welche vielleicht nicht so? Was möchtest du, dass gerne gebucht wird? Ist dein Behandlungsportfolio noch aktuell? Geht es mit dem Zahn der Zeit oder solltest du vielleicht da ein bisschen überarbeiten? Was kannst du optimieren? Also welche Abläufe in deinem Studio können verbessert werden? Wie weit sieht es bei dir aus mit Digitalisierung? Hast du ein gutes Marketingkonzept für Social Media? Man muss sagen, auch gerade was Werbung angeht, früher konnte ich ab und zu einfach mal in der Zeitung inserieren. Das hat gut funktioniert. Das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr effektiv. Social Media war früher auch, ich poste mal ein bisschen was, dann kommen auch Kunden. Jetzt musst du da einfach viel mehr Arbeit investieren, um gute Social Media zu machen. Und das ist ein Punkt, den solltest du definitiv nicht unterschätzen. Deswegen auch da regelmäßig gucken, was hat immer gut funktioniert, was wird in Zukunft gut funktionieren. Wenn bei dir im Studio etwas mal nicht so gut funktioniert hat dieses Jahr, dann ist es auch wichtig, dieses zu reflektieren. Denn wenn du verstehst, was nicht gut funktioniert hat und warum, kannst du nämlich sehr effektiv daraus lernen und dadurch dein ganzes Portfolio, dein Angebot, dein Business verbessern. Ich schaue mir auch zum Ende des Jahres immer sehr gern allgemein alle Zahlen an. Also ich lasse mir wirklich aus meinem Kassensystem eine komplette Jahresbilanz raus. Das solltest du auch machen, wenn du kein Kassensystem hast. Dann geh mal in dich, geh deine Bestellungen durch. Welche Produkte werden gerne gekauft? Welche Behandlungen werden am meisten gebucht? Was wird vielleicht nicht so gerne genutzt? Und warum nicht? Macht es Sinn, diese Behandlung, dieses Produkt weiterhin anzubieten? Oder solltest du es vielleicht aus dem Sortiment nehmen? Oder hast du es vielleicht einfach nicht gut genug beworben? Da gibt es immer Entwicklungsmöglichkeiten, deswegen ist eben diese Jahresbilanz ziehen eine ganz gute Basis, um im neuen Jahr weiter durchzustarten und sich zu entwickeln. Wenn du Mitarbeiter hast, dann solltest du diese definitiv in deine Jahresbilanz mit einbeziehen, denn sie haben oft nochmal eine andere Ansicht, einen anderen Blick auf die Sache und dieses gemeinsame Durchsprechen und Erarbeiten, was hat gut funktioniert, was vielleicht nicht so gut, ist für mich bei mir im Studio und mit meinem Team immer extrem effektiv, denn ich habe nur meine Sichtweise auf die Dinge und selbst wenn ich versuche, meinen Blickwinkel zu ändern, ist es immer ein toller Impuls, wenn ich meine Kolleginnen im Team mit einbeziehe und wir das Jahr zum Beispiel gemeinsam Revue passieren lassen und einfach auch gemeinsam daran arbeiten, was kann man verbessern, was kann man optimieren. Wir haben zum Beispiel uns das letzte Jahr angefangen und möchten das im neuen Jahr weitermachen, dass wir Optimierungen machen. Denn du kannst deine Abläufe optimieren, indem du vielleicht andere Materialien nutzt oder vielleicht den Arbeitsablauf ein bisschen anpasst und kannst dadurch vielleicht dir ein bisschen Zeit sparen, nicht um mehr Kunden zu schaffen, sondern auch um dir ein bisschen Zeit zu verschaffen, um ein bisschen mit mehr Ruhe an die Sache heranzugehen. Seit Anfang des Jahres läuft die Serie Pflege dein Business hier bei der Beauty Forum in Print und in Videoform und auch für mich ist es immer wieder ein toller Reminder, was funktioniert bei mir gut und wo sollte ich vielleicht auch selber nochmal drauf gucken, denn egal wie lange ich meinen Job schon mache und auch wie groß mein Studio oder mein Team ist, es gibt immer etwas Neues, also man lernt eigentlich jede Woche, jeden Monat immer wieder was Neues dazu und das ist jetzt auch meine Erinnerung an dich, egal wie gut es bei dir funktioniert alles, hab immer einen Fokus drauf und sei immer offen für weitere Entwicklung, denn es hört nie auf. Und das ist doch eigentlich das Tolle an der Selbstständigkeit und vor allem auch bei uns im Beruf, bei der Kosmetikerin, wo immer wieder neue Wirkstoffe, neue Techniken, neue Produkte, neue Geräte auf den Markt kommen, dass es kein
gleichbleibender Prozess ist, sondern du immer eine Entwicklung hast und der Weg ist das Ziel und das ist doch eben das Spannende. Und da gehört eben dazu, dass du auch immer wieder mal zurückblickst, guckst, was hat gut funktioniert und was nicht. Für mich gab es in diesem Jahr einige tolle Erfahrungen, tolle Entwicklungen, die mich extrem motiviert haben. Es gab aber auch wenige Dinge, die mich auch einfach mal gedämpft haben, die nicht so gut funktioniert haben, wo ich auch wirklich frustriert war. Und ich möchte dir einfach sagen, das gehört definitiv dazu. Das heißt, auch wenn du deine Jahresbilanz siehst und Sachen dabei sind, wo du dir denkst, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr, mir wird es zu viel, keine Ahnung. Auch das gehört einfach dazu und ist immer wieder ein Reminder an dich, dass man sich einfach weiterentwickelt und dass auch diese Erfahrungen dazugehören. Denn das Wichtigste ist, diese schlechten Erfahrungen sind nur schlecht, wenn du nichts daraus lernst. Deswegen hier mein Tipp heute für dich. Schau dir dein Jahr nochmal an. Wie sind die Zahlen? Nicht nur, was die Finanzen angeht und Ersparnisse, Umsatz, Gewinn, sondern auch welche Behandlungen liefen gut, welche liefen nicht gut, welche Produkte hast du gut verkauft, ist dein Behandlungs- und Produktsortiment noch aktuell, wie ist das Team aufgestellt, gibt es einfach Bereiche, wo man optimieren kann durch ein neues Produkt, ein neues Gerät, ein neues Regal in der Ecke, was auch immer. Und versuch immer auch mal als Kunde durch dein Studio zu gehen, dir alles nochmal aus einer anderen Perspektive anzusehen. Und dann wirst du sehen, wenn du einfach regelmäßig ein Resümee ziehst, kannst du dich immer gut weiterentwickeln. In diesem Sinne, ich bin Christina Wenz und ich freue mich, dass ich dich dieses Jahr unterstützen konnte, dass du nicht nur deine Kunden, deine Haut pflegst, sondern eben auch dein Business.